So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der große Samyang-Test geht in die nächste Runde, nachdem wir alle Samyang, Bulldog, Ramen, Sorten durchprobiert haben. Wirklich jede einzelne Sorte bis zu den Two Spicy, sogar die Four Spicy, ne, wo wir da eine doppelte Portion, dann haben wir, was weiß ich noch alles, euch gezeigt, wie man die regulieren kann mit Krautsalat, mit Gurkensalat. Dann kam die Samyang-Käsebombe von Timo, die hat auch voll reingehauen. Ich bin jetzt noch satt davon, aber es muss weitergehen, denn ich wollte schon immer mal eine Samyang-Pizza machen. Deswegen gibt es heute, guckt euch das an, bam, 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 von Gustavo Gusto. Life is life, Bananas. Guckt euch die an. Da gibt's eine Hawaii-Pizza von Gustavo Gusto heute mit Samyang-Nudeln drauf. Ich wusste nicht, welche ich nehmen soll, ob ich die Light nehme oder die Cheese. Das sind die einzigsten zwei Sorten, die ich gerade noch hier habe. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach beide, denn die Pizza ist auf jeden Fall sehr groß. Die ist richtig fett im Durchmesser. Da machen wir eine Packung Light und eine Packung Cheese mit drauf. Dann passt das. Vielleicht kann ich das Ganze fürs Thumbnail noch hier reinpacken in mein Gesicht. Ich werde die Pizza jetzt zubereiten im Backofen und euch dann zeigen, wie wir die fertigen Nudeln auf die fertige Pizza draufhauen und diese verspeisen werden, um zu gucken, wie das schmeckt. Also, Life is Life mit Gustavo Gusto, ne? Und mit Adi Schatz. Adi Schatz, ne? So, ich war kurz am Überlegen, ich muss euch das nochmal zeigen. Ich wusste nämlich erst nicht, ob ich vielleicht mir vom Dönermann eine Hawaii-Pizza einfach hole oder eine andere Pizza und das da drauf mache, aber guckt euch das doch mal an. Diese Hawaii-Pizza, wer da noch sagt, hätte ein bisschen mehr Schinken drauf gekonnt, ne? Da wird der Schinken einfach im Ganzen da drauf geschmissen. Ich glaube, sowas ähnliches hat man schon mal mit Filippone getestet. Von der komischen Luca-Pizza, die schwarze, aber ihr seht hier schön die Ananas, den Käse nass und den Schinken. Für das volle Geschmackserlebnis, Ofen voll vorheizen, Temperatur voll aufdrehen, Pizza voll auftauen. Bam! Das machen wir auf jeden Fall. Dieses Eis, das können Sie sich sparen, das packen wir nicht noch mit drauf. Und Adi Schatz freut sich wahrscheinlich schon. Zwei kommen dann auch noch drauf und ich weiß jetzt schon wieder, dass das zu viel wird. So, die Pizza ist jetzt fertig. Die steht nämlich hier und kühlt gerade ab. Seht ihr, wie es dampft? Seht ihr? Vielleicht beschlägt es ja kurz. Das ist schon wieder schwarz, warum auch immer. Weiß gar nicht. Ach so, ist der Rest vom Schinken. Der Rest sieht so lala aus. Hier sind die Nudeln. Da machen wir noch die Soßen drauf. Und dass ihr seht, dass wir da auch nicht bescheißen, machen wir das natürlich im Video extra drauf und nicht davor. Hier haben wir irgendwas Algen-Sesam-Zeug. Hier haben wir das Käsepulver von den Nudeln. Das sind ja wie gesagt zwei verschiedene Sorten. Also nochmal Käsepulver drauf. Zack, fliegt das noch hier rein. Beim staubt's alles rum wie Sau. Ich sollte aber das doch jetzt hier unten drauf machen. Und ja, es wäre sinnvoller gewesen, glaube ich, wenn man eine Tüte macht, eine Tüte Nudeln, anstatt zwei Tüten Nudeln. Zwei Tüten Nudeln ist halt einfach zu viel. Das ist mir jetzt auch bewusst, wenn ich das so sehe, dass das zu viel ist. Adi, pass auf, dass dein Schwanz nicht rot wird. Und da die leckere Soße drauf, aus der Düte raus. Mittlerweile weiß man ja vielleicht, dass ich auch Samyang-Soße in der Flasche habe. Ja, gibt es ja auch. Da gibt es ja die schwarze und die rote. Die schwarze müsste also das Normalscharfe sein. Das rote dann auch das Too Spicy sozusagen, die dann doppelt so scharf ist. Habe ich jetzt noch nicht probiert zu dem Zeitpunkt. Muss ich auch mal irgendwas. Nein. Muss ich auch mal irgendwas machen. Wozu kann man die Samyang-Soße noch essen? Schreibt es mal in die Kommentare. Macht mal einen Vorschlag. Hol dir mal eine Bratwurst, genau. Holt euch eine Bratwurst irgendwo am Stand und esst dann Samyang-Soße. Adi, nein! Der Adi will den Schinken von der Pizza klauen. Gut, vielleicht will er auch die Ananas, ich weiß nicht. Er ist, glaube ich, gerade auf Diät. So, dann der zweite Beutel, der ist natürlich deutlich dicker. Deswegen müsste das die Too Spicy-Soße sein. Adi, nein! Guck dir das mal an, dieser Gauner. Durch den Urwald durch und
Adi, Schatz! Jetzt hat der Ramses schnell die Soßen ausgetauscht. Die müssen wir da wieder zurückdrücken. Wir müssen das gleich noch ein bisschen rummachen hier, dass das gut aussieht. Adi! Geh mal runter! Hoppa! So ist schön, genau. So, das alles hier drauf. Schön alles eingesaut. Guckt euch das an. Ist es nicht herrlich? Das sind die Nudeln. Das ist die Pizza. Das ist der Käse. Stellen wir wieder hierher. Wühlen das jetzt ein bisschen zusammen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal umlagern. Von da unten hier hoch. Und das ist einfach viel zu viel. Das muss jetzt hier alles schön in Soße eingedeckt sein. Dabei kann es auch gleich noch ein bisschen abkühlen. Oh mein Gott, das fällt halt wirklich alles raus. Du brauchst einen noch größeren Topf, Ramses. Der Topf muss größer sein. Den meisten reicht wahrscheinlich eine Portion Nudeln als Essen. Den meisten reicht wahrscheinlich eine Pizza als Essen. Das ist also im Prinzip sind drei Portionen. Man könnte sagen, zwei Leute essen die Nudeln, einer isst die Pizza, dann sind drei Leute satt. Wir hauen uns das jetzt hier hin. Als eine Mahlzeit, denn von nix kommt nix. Dann gibt es wieder Ärger, weil ich so in dem Topf rumwühle. Und jetzt müsste das fast gut sein, sodass wir jetzt die Pizza nehmen können. Können die Pizza hier herstellen und können das jetzt belegen mit Nudeln. So, ungefähr. Und jetzt einfach raus damit. Fertig. So sieht das doch gut aus. Da kann man auch nicht meckern, ne? Was will man dann noch mehr? Die Samyang-Nudelpizza. Der Topf ist auf jeden Fall leer und vollgesaut gleichzeitig. Das müssen wir noch ein bisschen verteilen. Also schön mit der Gabel, immer mal hier so an den Rand. Dann hier drüben auch noch ein bisschen in die Richtung gezogen, ein bisschen in die Richtung. Dann noch ein Stück hier vor und dann sieht das doch schon richtig gut aus, glaube ich. So, beim Schneiden. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Durch dieses super Michael Myers Messer müsste das eigentlich gut funktionieren, dass man das einfach durchtrennen kann. Und dann das gleiche nochmal. Ungefähr so. Und es gibt schon wieder eine Sauerei. So, das sieht gut aus. Das ist durch. Das ist auch durch. Wir haben jetzt vier Stückchen abgeschnitten. Wollen wir es mal probieren? Es dampft noch. Ich glaube, wir verbrennen uns eh. Aber egal. Ein Stück. Mit diesem ultraleichten Boden, wo einfach alles runterhängt. Und direkt auf eine Ananas gebissen. Schmeckt ein bisschen scharf im Nachhinein. Süßlich im Vordergrund. Der Schinken kommt gut durch. Der Käse von der Pizza ist gerade das Käsigste. Den Käse von den Samyang merkst du kaum. Der knuspriger Boden ist da. Ist auf jeden Fall interessant. Ihr habt bestimmt schon mal eine Spaghetti-Pizza gegessen. Also bei uns beim Dönermann gibt es ganz normal Spaghetti-Pizza, Pizza mit Spaghetti drauf und Peperoni und allem. Ist irgendwie ein bisschen unspektakulär, finde ich. Habe ich mir intensiver vorgestellt vom Geschmack. Aber vielleicht hätte ich andere Samyang-Nudeln nehmen sollen.
Ansonsten kann man das gut essen. Schmeckt halt wirklich einfach nur wie eine Spaghetti-Pizza. Die Schärfe kommt auch nicht so durch. Kann also jeder nachmachen. Auch die, die nicht so gerne scharf essen. So, gleich haben wir es geschafft, das eine Stück. Hier nochmal schön die Ananas. Wieso die nicht selbst auf die Idee gekommen sind, bei den Samyang-Nudeln noch eine fruchtige Sorte, die richtig schön scharf ist, aber eine Süße mit sich bringt. Samyang Hawaii, Samyang Bulgog Ramen Hawaii Style mit Ananas, Süße. Finde ich ganz gut, die Kombination. Ich glaube, je mehr ich esse, desto besser schmeckt es auch. Und immer wenn ich wieder eine Ananas antreffe, ist das Highlight komplett. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Würdet ihr die auch mal probieren? Was habt ihr so für Ideen? Und was man mit der Samyang-Soße machen kann oder worauf man noch Samyang-Nudeln essen kann. Ansonsten, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, der Teller ist jetzt sozusagen leer. Die Pizza ist also weg. Man hat wieder mal den markanten roten Lippenstift. Da ist es ein bisschen was runtergefallen ist. Ich sehe aus wie Sau. Und ein was wollte ich euch nur zeigen, was mir aufgefallen ist. Diese lustigen Ananasstückchen hier mit den Instrumenten und allem, das sieht alles richtig cool aus. Und dieser Spruch, so lange hält sie sich, aber so lange hältst du es nicht aus. Da ist ein Verbrauchsdatum, da steht jetzt hier 24.12.21. Laut bei dem Handy ist es Mittwoch, der 29. Dezember. So, wer ist hier der Boss, ja? So lange halte ich es nicht aus, bis zum 24. Ich habe sie am 29. gegessen. Egal, das war es auf jeden Fall.